Morgen, Frau Donhase. Morgen, Herr Jenner. Schönen Tag, Herr Jenner. Wünsche Ihnen auch. Ah ja, danke, gleichfalls. Ah, grüß Gott, Herr Jenner. Grüß Gott, Frau Fieger. Ja, was machst denn du da? Siehst du, schwer im Einsatz. Verbrecherjagd, hä? Ja. Wo ist denn der Pfefferfanzi? Das musst doch du wissen. Sitzt da? Nein, also bei uns ist er sauber, gell? Fest. Du bist ja richtig elegant, ne? Na, Bart lass dir wachsen, das steht da meins. Man tut, was man kann. Image. Verstehst du? Ja. Es geht da anscheinend richtig gut. Große Wohnung? Ja. Und das ist mein Wagen. Hey! Sauber. Resozialisierung, verstehst du? Okay, komm. Du wirst ja nicht was arbeiten. Aber, Loco, ich habe einen neuen Beruf. So. Diplom-Alkoholiker. Okay, was ist denn das? Doch, ich habe die Vertretung von einer Likörfirma. Ein bisschen süß ist ja schon der Likör. Aber vielleicht arbeite ich mich hoch, vom Obstler bis zum Champagner. Du, magst du deine Kollektion probieren? Ja, du, Alkohol während dem Dienst, da geht nichts. Geht gar nichts. Okay, dann schaust du wenigstens mein Budi an. Also gut, wenn die Streife zu Ende ist, schau ich vorbei, wo ist denn das? Nimmt sich das 15. Kriegst du Standball Glühwürmchen? Kein Alkohol. Ist ein Spitzenprodukt. Orangensaft. Also meine Mutter hat am Dachboden die Wäsche abgenommen. Und im selben Augenblick saust ein Blitz zum Kamin herein. 10 cm vor der Nase von meiner Mutter vorbei und zum Dachbodenfenster. Das war es gerade offenbar wieder hinaus. Das war aber nicht das Merkwürdige. Nein, nein, ein Blitz kann ich da auch einschlagen. Nein, das Merkwürdige war, es war genau 4:15. Was soll ich denn machen? Weiter erzählen. Es war genau 4:15. Und im selben Augenblick, das haben wir natürlich erst später erfahren, ist die Cousine von meiner Mutter in Amberg gestorben. Auf Wiedersehen. Aber gemeldet hat sie sich, die Cousine. Im Augenblick ihres Todes hat sie sich gemeldet. Verstehen Sie? Ja, ja. Es gibt eben Dinge zwischen Himmel und Erde. Der Heindl. Ja? Du hast mich ja erwartet, oder? Freilich. Du, wieso Karl Grasmeier, nicht Johann Obermeier? Das ist meine Verlobte. Verlobte? Nicht, was du denkst. Eine sehr anständige Person.
Komm rein. Große Wohnung. Und Vertrauen gesagt, das mit der Likörbranche ist auch nicht mehr das, was früher einmal war. Ja, deswegen haben sie dir wahrscheinlich genommen, denke ich mal. Wie meinst du das? Ja, ja, ich weiß genau, was ich meine. Weil du ja quasi in der Likörbranche branchenfremd bist, weil du hast ja früher in ganz anderen Branchen gearbeitet, gell? Naja, der Whisky und der Wodka, in letzter Zeit auch der Schnaps, sind in vollem Umfang in die Umsatzfront des Likörs eingebrochen. Leider. Aber was willst du machen? Vom Likör allein kannst du nicht leben. Da braucht schon noch eine Grundlage. Ja, 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 noch eine Grundlage. Sonst bist du nicht ausgelastet. Das ist jetzt das Glühwürmchen, das ist sozusagen mein Renner. Ja, relativ natürlich, relativ. Mhm. Ja, jetzt hängt schon wenigstens deine Zunge, ne? Und? Das ist schon ein bisschen Axios. Vielleicht möchte ich was anderes probieren. Ja, Squash. Und die Sache mit deiner Verlobten, das läuft. Da läuft gar nichts, gell? Nicht das, was du denkst. Das ist eine sehr anständige Dame. Kontoristin. Nein, ich habe überhaupt nichts gedacht. Bei Grasmer, Firma Johnny's Liqueur en Grand. Nein, hier ist die Firma Johnny's. Nein, hier ist nicht das Einrichtungshaus Franke, hier ist. Ja. Nein. Das ist schon das vierte Mal. Also, das ist wirklich sehr lästig. Es vergeht kein Tag. Wir haben hier die Nummer 17-22-33 und die Nummer 17-33-22 hat das Einrichtungshaus Franke. Glaubst, da rufen ständig Leute an, die sich verwählt haben. Manchmal, glaubst, geben die förmlich mir die Schuld, als ob ich schuld wäre, wenn sie sich verwählt haben. Manche werden direkt frech. Warum ist hier nicht das Einrichtungshaus Franke? Glaubst, da kannst manchmal narrisch werden. Dann geh ich nicht ans Telefon. Das muss ich doch. Das könnte ja auch eine Likörbestellung sein. Was du noch ein Poltergeist? Nein. Und die Cousine hat sich doch gemeldet. Ja. Und einen schönen Gruß an Herrn Heindl. Ja, der hat ein Glück gehabt, dass er nicht da war. Auf Wiedersehen. Nein. Jeden Tag eine halbe Stunde. Moosgruber, das tust du erledigen. Jawohl. Was diese Frau dem Staat Geld kostet, indirekt. Wie kannst du denn nicht mehr reden mit der? Ja, mein, was hätte ich denn machen sollen? Du redst ja auch mit ihr. Ich muss, weil sie mich reizt. Da redet man doch nicht über Gespenster. Ja, ja, aber ich glaub, sie kriegt Angst und geht, nicht? Diese Frau kriegt vor nichts Angst. Ich meine, ich wünsche ihr nichts Schlechtes. Von mir aus soll sie 100 Jahre alt werden, aber doch nicht bei uns. Die kann doch umziehen in ein anderes Revier aufs Land. Ja, da haben sie mehr Zeit wie mir. Eben, du musst ich das, das du erledigen, gell? Ja. Jesus, jetzt hätte ich beinahe was vergessen, weil lauter Gespenster. Was? Was? Ach, mit dem Jener. Wen? Den kennst du nicht. Ah, den kenne ich auch nicht. Den kannst du auch nicht kennen. Sein ehemaliger Kriegskamerad. Wir treffen uns einmal im Monat zum Kegeln, aber immer in der grünen Eiche. Und heißen wir im Annerhof. Ah, jetzt verstehe ich. Dann geht der Dings in die grüne Eiche und ihr seid im Annerhof. Richtig. Ja, dann rufen wir halt an. Ja, ihr müsst da in der Firma anrufen, wo der arbeitet. Wo arbeitet er denn? Einrichtungshaus Franke, der Mann ist der Prokurist. Was, das ist eine sehr wichtige Verbindung für mich. Wenn wir umziehen, da kauft man eine Möwe. Und da kriege ich 25%. Einrichtungshaus Franke, hast du gesagt, ich suche das Nummer aus. Nein, nein, die habe ich auswendig. Was? 17-22-33. Ah. Schau, mit 17 habe ich noch Haar gehabt. Mit 22 sind sie mir ausgegangen. Mit 33 war es so. Memotechnik heißt es. Wie war die Nummer? 17, 22, 33. Memotechnik. Er hat mir einmal eine Karte geschrieben, der Pfefferfranzi von der Côte d'Azur. Seit der Zeit habe ich nichts mehr gehört von ihm. Oh, pardon. Bitte. Hallo? Ja, bitte, ist hier das Einrichtungshaus Franke? Ja. Könnte ich bitte den Herrn Prokuristen Jenner sprechen? Der Herr Prokurist Jenner
ist gestorben. Na, diese, na, Sie sind vielleicht der Witzbold Game im Ernst. Gestorben. Tot dahingegangen. An was denn? Herzinfarkt. Ja, aber der Mann war doch in den besten Jahren. Ich habe noch. Ich habe vorgestern noch mit ihm gesprochen wegen meiner Möbel. Herzinfarkt. Umgefallen, bumm, tot. So schnell kann's gehen. So schnell kann das gehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Kriegst du die Möbel doch gleich kaufen sollen? 25% hätte ich gekriegt. Pech gehabt. Weißt, wenn es zum fünften Mal ist, ich kann manchmal das Wort Einrichtungshaus Franke nicht mehr hören. Machst du öfter solche makabren Scherze? Ach was, das ist mir so rausgerutscht. Wie ich denkt hab, da war's schon draußen. Naja, wir können natürlich auch das alte Wohnzimmer behalten. Naja, so kurz kriegen wir sowieso nicht mehr. Meine Frau verliert's jeden Tag. Unfassbar. Der Mann war bumperlgesund. Ich glaube, das war ungefähr mein Jahrgang. Das gefährliche Alter. Ja. Schauen wir, wann die Aufbaugeneration nach dem Krieg, wir werden alle nicht alt. Ja, ja. Rasch tritt der Tod den Menschen an. Weißt du was? Geht doch vorzeitig in Pension. Warum? Wo ist meine Inspektion? Die kriegst du nie. Geh, Franz. Du bist vielleicht ein netter Kollege. Was ist denn? Kümmert sich denn niemand um die Leute da? Der Kollege kommt gleich. Ja, da muss ich auf Beerdigung natürlich. Ja. Es ist ja günstig, dass wir uns heute zum Kegeln treffen. Nicht, dann gehen wir gleich zusammen wegen am Kranz. Weil ein Kranz kriegt dann sehr, sehr schön. Es ist ja zu blöd, dass meine Frau gestern meinen schwarzen Anzug zum Schneider da hat, zum Ändern, der ist mir zu eng geworden. Unfassbar. Pumperlgesund war der Mann. Fünfe. Na, jetzt bin ich bald fertig. Ich glaube, es ist am besten, ich fahre bei der Witwe vorbei und frage sie, wann die Beerdigung ist. Jetzt weiß ich nicht, muss man da schon einen schwarzen Anzug gut sehen, aber der passt mir sowieso nicht mehr. Unfassbar. Mama, was machst du denn? Das Wohnzimmer polieren. Ja, ich komm ja schon. Mein Gott, hat das wieder eilig. Hast du denn keine Schlüssel? Ja, der Herr Schöninger. Frau Jäger. Ja, was ist denn? Nein. Ja, was ist denn? Es geht mir so nah, sieht man mir das an. Ja, was ist denn passiert, Herr Schöninger? Da machst du es. Was? Wohl, was ist denn mit dem Wir Mann? Waren gleich alt, wissen Sie. Er ist wohl nicht da. Aber das wissen Sie doch, der ist doch im Geschäft um die Zeit. Ja, ja, er kann ja gar nicht da sein. Ja, nein. Und? Ich wollte ihn nur fragen wegen der Möbel. Wegen der Möbel? Ja, soll ich ihm was ausrichten? Ja? Na, das wird wohl nicht mehr nötig sein. Wie? Auf Wiedersehen. Wie bitte? Und nehmen Sie es nicht so schwer. Schauen Sie, das ganze Leben steht vor Ihnen. Wiedersehen. Entschuldigung, kennen Sie die Frau Jänner? Ja. Gut. Ja, was wollen Sie denn wissen? Den Herrn Jänner, den haben Sie auch gekannt. Ja. Wieso haben? Ist er tot? Ja. Oh, yeah, tot! Nicht schon. Und wann die Beerdigung ist, das wissen Sie natürlich nicht, nicht? Nein. Ich wollte noch fragen, ob. Wann ist er denn gestorben? Heute früh, heißt's. Dann wird die Beerdigung frühestens übermorgen sein. Ach, da wollten wir gerade zu unseren Schwiegereltern fahren, das ist aber zu blöd. Gerade übermorgen wollten wir zu den Schwiegereltern fahren. Naja, wenn wir absagen müssen, das ist zu blöd. Ja, man kann sich's nicht aussuchen. Wie ist denn das passiert? Ja, er ist ins Büro, er wollte arbeiten, er setzt sich hin und plötzlich greift er sich ans Herz, fällt um.
Tod, Stress. Waren Sie dabei? Nein. Ja, natürlich. Ach, und gerade in der Woche wollten wir zu den Schwiegereltern fahren. Sie kümmern sich um die Witwe. Ich. Grüß. Wiedersehen, ich grüße. Frau Neusiedl! Tja, Joni, das ist vielleicht dein Nachbar. Du sagst, der Prokurist jener ist gestorben. Wer? Ja, was weiß ich. Ich kenne den Typen auch nicht. Jänner hat er halt gesagt. Jänner? Wieso? Kennst du den? Grüß Gott, Frau Pieger. Grüß Gott, Frau Pieger. Ja, ich hab schon gehört, danke. Grüß Gott. Ja, ich sehe. Grüß Gott, Frau Pieger. Ich hätte gern einen Pfund Kaffee. Einen Pfund Kaffee? Ja, von meiner Sorte. Von Ihrer Sorte, Herr Jänner? Haben Sie was? Jänner. Grüß Gott, Frau Donhauser. Der Schöninger war da. Sollte er denn? Was er wollte, weiß ich nicht. Das hat er vergessen. Oh, der wird alt. Und du? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst das draußen hinstellen? Entschuldigung. Ich habe Bratwurst gemacht, mein Lieber. Mit Rotkraut, weißt du? Sag mal, ist was? Sehen Sie, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde. Und den Korb da. Das haben Sie mir schon dreimal erzählt. Dreimal haben Sie mir das schon erzählt. Den Korb da, der ist mir entrutscht. So, wie ich ihn. Also den Jänner selig gesehen habe. Und dann liegt der Korb akkurat direkt vor meiner Tür. Nee. Ja, das sage ich immer. Er hat sich gemeldet. Im Augenblick seines Todes. Wie die Cousine vom Herrn Moosgruber. Sag mal, wo ist eigentlich der Schöninger? Ich meine, was für eine Polizeiinspektion? Eins. Was? Polizeiinspektion eins. Ja. Soll ich's dir raussuchen? Hm? Tu ich gerne. Sehr lieb. Polizeiinspektion 1, Moosgruber. Psst. Der Prokurist Jänner vom Einrichtungshaus Franke. Ja? Nein, nein, der Herr Schöninger ist heute nicht mehr im Dienst. Nein, nein, aber ich vermute, ja. Nein, nein, Sie brauchen ihn auch gar nicht zu Hause anrufen. Ich vermute, das heißt, beziehungsweise bin ich sicher, dass er Ihnen nur sagen wollte. Jedenfalls hat er davon gesprochen. Sie haben doch heute Kegelabend, nicht? Ja, ja. Er wollte Ihnen sagen, dass der heute nicht in der Grünen Eiche stattfindet, sondern im Annerhof. Ausnahmsweise heute. Ja. Bitte schön, nichts zu danken. Bitte. Wiederhören. Es glaubt, Herr Schöninger, der Jänner ist tot. Sammelt natürlich bereit Spenden für einen Kranz. Und jetzt kommt der zum Kegeln. Ja, der Jänner.
Ja, ja. Wenn ihm das morgen passiert war, dann hätte er heute noch kegeln können. Wo er doch voriges Mal ein solches Pech gehabt hat und nichts getroffen hat. Ja, ja, aber daran stirbt man nicht. Das war der Stress bei dem Mann. Ja, wir müssen natürlich sammeln für einen Kranz. Ich schlag vor 20 Mark für ihn. Weil es muss schon was Schönes sein. Wie viel? Ja, 20 Mark für jeden. Was lauter rote Necken. Bei Marlise haben wir nur 10 Mark jeder gezahlt. Ja, du, das war vor 3 Jahren. Mein Gott, alles ist teurer geworden. Sterben wir? Ja, wir sind 15. Das waren dann. Das 300 Mark. Eben, das gibt einen schönen Kranz mit Schleife. Wir lassen uns doch nicht lumpen. 15 Mark für jeden, das klang da so gut. Aber wir sind doch 16. So 16 ist der Schmarrn. Mit jener. Den kannst du jetzt nicht mehr mitrechnen. Ja, richtig. Also doch, 15 mal 15. Und dann 10 mal 150. 5 mal 75. 150. 75. Wenn ich nicht vorher in der Inspektion bei dir angerufen hätte, hätte ich euch nie getroffen. Aber du bist doch tot. Wie bitte? Schon 225. Wir haben gerade für deinen Kranz gesammelt. Was? Aber den Kranz, den brauchen wir doch jetzt nicht mehr. Ja, aber was denn für ein Kranz? Ja, für deine Beerdigung. Also, verstehe ich überhaupt nicht. Aber das ist jetzt überholt, weil... Nein, nein, wenn man schon mal tot war, dann... Du wirst 100 Jahre alt. 100 Jahre! Ja! Oder? Es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein. Servus! Es genau wie heute, Schatz, genau wie heute. Es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein. Was hast du denn für eine Nummer angerufen? Ne? 17 22 33. Das Einrichtungshaus Frank hat aber 17 33 22. Ja, aber wieso konnte der sagen, er hat einen Witz gemacht, den du mit der falschen Nummer angerufen hast. Das ist ja Humor. Es hätte mich ja nur interessieren, wie hat das unsere Hausmeisterin erfahren? Hast du? Gerd, du kennst mich. Ich bin Beamter. Ein Beamter ist verschwiegen. Wie das Grab.